Das kam dann eben die Pauker-Filme und die Filme mit Roy Ja. Black, 5 Stück in der Ja. Zeit, die ja sehr erfolgreich waren und die Ja. auch viele mit ihnen verbinden. Sie hatten auch eine enge Verbindung zueinander. Was verbinden Sie mit Roy Black? Der Roy Black war erstmal ein wunderbarer, ganz normaler Mensch, sage ich jetzt mal, wie ich annehme, dass ich auch bin. Sehr, also eigentlich fröhlich und eigentlich ein guter Kumpel, wirklich, ja. Aber beim Roy Black habe ich eben auch zum Beispiel mitbekommen, weil da müsste ich jetzt auch wieder diese Geschichte erzählen. Man wollte mich unbedingt umbenennen. Sie Also, sollten einen anderen Namen genau, bekommen. ich sollte dann an der Uschi Künstlernamen. Glas, und das Glas ist für internationale Ohren, tut es weh, weil ein Glas ist was Kaltes, was Eisiges, ich muss einen anderen Namen haben. Also wie MM, Marilyn Monroe, BB, Brigitte Bardot und irgendwie. Und da habe ich mich gefürchtet davor, weil ich gedacht habe, dann schiebt man mir einen anderen Namen und dann bin ich ja, die Uschi ist hinten und das hat mich total erschreckt. Das wollte ich nicht machen. Und beim Roy, deswegen muss ich den Bogen erstmal spannen, habe ich ganz klar gemerkt, dass er mit dem Roy Black eigentlich nichts zu schaffen Der hatte. hieß Gerd Höllerich. Höllerich, genau. Ja. Und er hat immer darunter gelitten, und als Roy Black wurde er zum Teil wirklich sehr, sehr unfair verspottet von Journalisten, also der Schnulzensänger. Beim Dean Martin haben sie überhaupt nichts gemerkt, haben sie gesagt, na, wie Chapel in the Moonlight, geht doch, ja. Und beim Roy ging solche Sachen gar nicht. Und es hat den Roy wahnsinnig verletzt. Er wollte eigentlich Jazzmusik Ja, machen. natürlich. Und er wurde überredet und er konnte mit dem Roy Black eigentlich unterm Strich nichts anfangen. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihn ja auch Roy genannt, ja. Sei du hast du so einen großen Erfolg, dann nimm das jetzt einfach. Hast dich darauf eingelassen, aber das war eigentlich ein großes Problem und der war, wenn die Presse wieder so verrissen hatte, der hatte gelitten und ich werde nie vergessen, wie ich einmal eine Kritik gelesen habe und habe mir gedacht, hoffentlich liest das der Roy nicht. Wenn das der Roy liest, zerfetzt ihn. Und die Presse war zum Teil sehr, sehr, also wirklich muss ich sagen, sehr, sehr unfair. Also ein sensibler Mensch. Also man braucht da Ganz sensibel, eine ganz sensibel. Und wir haben oft beieinander gehockt, sind da in Kärnten unten in irgendein Wirtshaus gegangen, haben uns hingesetzt, hat er seine Gitarre mitgenommen und dann haben wir ein bisschen spät einen Jännerwein vorgesungen. Und die Bauern, die waren es jetzt nicht irgendwie, oh, da sitzen die, sondern die haben uns gekannt, das hocken wir da hinten im Eck und die haben sich gefreut, wenn wir da waren. Und sie haben einfach gespürt, wir wollen beide ganz normales Leben haben. Einfach nur sitzen da, ein bisschen was essen und dann ein bisschen Musik machen und fertig. In Ihrem Buch gibt es auch ein Foto von Ihnen beiden. Da waren Sie auf einem Termin in Offenburg und dann sieht man auch, was er ausgelöst hat. Und Ne? Wo er war, unglaublich. Es ist unglaublich. sind Wenn wir die Filmpremieren Frauen, die hatten, Mädels ausgerastet eher haben. ausgerastet, also da sind Ärmel rausgerupft worden und in diesem einen, damals gab es ja auch noch kein Bodyguard, es gab ab und zu waren ein paar Polizisten mit dabei, wenn zu viele Menschen waren, aber dann waren halt von der Produktionsfirma irgendwelche Leute vom Verleih, die haben dann versucht, uns irgendwo rein zu hieven, dass wir da durch die Menschen durchkommen und dass da nichts passiert ist, ist ein reines Wunder, weil wir waren auch mal in Zürich, werde ich nie vergessen, eine Autogrammstunde gemacht, dann waren wir in einem 4. Stock in irgendeinem Kaufhaus, da hat sich, wo wir saßen, ist der ganze Tisch immer weiter gerutscht und wir sind immer weiter nach hinten gerutscht mit dem Tisch und dann sind Regale umgefallen, weil die Leute sich gedreht haben, dann sind die Vasen durcheinander geflogen, also dass da nicht jemand und da sind wir tatsächlich durchs Fenster auf dem Dach geflohen, weil es war nicht mehr zu machen, es war so gefährlich. Und das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Wahnsinn. Das Ja, und wahrscheinlich, wie Sie vorhin auch erzählt haben, macht es eben auch was mit einem, beziehungsweise man muss wahrscheinlich auch eine gewisse Schutzhülle um sich haben, um ja. diese Berichte der Presse vielleicht auch auszuhalten, der Ja, ja, Boulevardpresse. Ja. ja. Es tut immer weh. Es tut immer Wie weh. war das Also, bei wenn ich Ihnen, Frau schlechte Klaas? Kritik gekriegt habe beim Theater oder irgendwo, es tut ja immer weh. Also, wer sagt, ist mir ganz wurscht, was da steht. Also, das glaube ich nicht. Aber es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich weiß eh, dass ich gut bin. Aber ich denke, und vor allem, was mich immer gestört hat, ist, wenn sie dann, wie beim Reus sowieso, aber eben bei mir auch öfter dann so ins Private gehen. So irgendwie, nicht jetzt den Film kritisiert, das war nicht so, sondern dann eigentlich kriegst du gleich nochmal eine Ohrfeige von links und rechts, weil du halt so oder so bist. Also, Haben Sie das dann gelesen oder haben Sie irgendwann gesagt, ich lese das gar nicht mehr, ihr könnt schreiben, was ihr wollt?
Ich suche es nicht. Wie Harald Junke, der immer am Kiosk. Hast du schon gelesen? Nein, Harald, ich lese es nicht. Wenn es zu viel herkommt, dann lese ich aber sonst nicht. Also ich würde es nicht suchen, aber du stolperst halt immer wieder mal drüber und es tut immer weh. Weil, und das ist, wenn sie vor allem ins Persönliche gehen, was ich damals auch meine, denke ich mir oft, dieser oder diejenige hat mit dir nie ein Wort gewechselt. Wissen überhaupt nicht, wie du bist. Die wissen gar nichts. Und trotzdem hauen sie dir so eine drüber, egal ob ich jetzt die schwarze Uschi Glas oder die schwarze Ziege aus Bayern war oder was weiß ich, die wissen gar nicht, was ich mache. Aber sie wollen das jetzt auf jeden Fall so haben, weil da ist sie nicht eingeschwenkt in diese Linie. Ah, dann muss sie wahrscheinlich auf die rechte Seite da rutschen, ja. Haben Sie dann auch mal angerufen oder wenn Sie einen Journalisten dann eine Journalistin getroffen haben, gesagt haben, Mensch, nee. Was war denn das? Aber das ich sag das, wie ich jetzt hier auch sage, und wenn einer zuhört, kann er sich mal überlegen, ob er das nicht auch versäumt hat, wenigstens mal das Wort zu finden oder zu suchen.